So, schönen guten Abend. Wir haben wieder Sonntagabend. Ich richte gerade noch alles hierher. Und dann legen wir wieder los mit unserem Live-Call. Sonntags um 18.30 Uhr. So. So, ich putze gerade noch meine Brille für klare Sicht der Dinge. Die ersten Fans sind schon da, die Hilde, ja, da Hensen, die Sabine, herzlich willkommen auf dem Live-Call. So. Schauen wir mal, wie die Lichtverhältnisse hier sind. Aha. So. So. Gleich geht's los. Versuche gerade noch die Lichtstreifen wegzukriegen. Mal gucken, wer die verursacht. Ah, die Lampen an der Schrankwand sind das. Ja, dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. So, wir haben noch eine Minute. Ich gucke mal ganz kurz, ja, was wir alles machen. So. Also. Mal los. Einen wunderschönen guten Abend zu euch. Ich freue mich, dass euch dieser Live-Call interessiert. Und wie schon mal erwähnt, die meisten Feedbacks bekomme ich über die Live-Calls gerade. Es ist enorm, was bei diesen Live-Calls für euch rüberkommt und wie das wohl immer passt. Ich habe auch Rückfragen, und zwar Rückfragen dahingehend, dass ich nochmals darüber spreche, wie ich das mit den Veranstaltungen gemeint habe und wie ich das gemeint habe, mit sich materielle Dinge zu kaufen zur Freude und zur Motivation. Ich gehe da gerne nochmal ein, und zwar habe ich gemerkt, dass es manchmal auch wichtig ist, das zu sagen, was ich nicht gesagt habe. Deshalb nochmal im Nachgang. Es haben also zwei Teilnehmer, ich sag mal, bei mir nochmals angefragt und haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt niemand mehr eine Veranstaltung zugestehen möchte, wie Fußball, wie ACDC, wie Pur, wie Oktoberfest und so weiter. Das kann es ja jetzt irgendwo nicht sein. Also, ich sage mal nochmals, was ich gesagt habe und was ich nicht gesagt habe. Mir ging es darum, dass wir auf unser Energiepotenzial achten. Wenn ich zum Beispiel generell mit meinem inneren Energiepotenzial sowieso schon am Rande bin, dass die Batterie schon ziemlich leer ist. Ich vergleiche sie auch immer mit einer Badewanne. Wenn
wir in Hochfrequenz sind und viel Energie haben und gut drauf sind, dann ist die Badewanne mit warmem oder gar heißem Wasser gefüllt. So kann man es gut vergleichen. So. Und wenn wir das auch wie eine Batterie sehen, also wenn die Batterie voll aufgeladen ist, wenn ich dann zu einer Veranstaltung gehe, macht mir diese Veranstaltung, auch wenn sie mal laut ist, wenn es Krach macht, wenn viele Schwingungen da sind, wir dürfen eins nicht vergessen, jeder Mensch hat eine Schwingung. Jeder Mensch strahlt eine Frequenz ab und es sind ja nicht immer die positivsten und die höchsten Frequenzen. So, und wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung gehe, mal ganz egal, welche das ist, ja, dann habe ich ja mit diesen Schwingungen zu tun. Das ist das, was ich letztes Mal aufzeigen wollte. Also wenn wir die Energien und die Schwingungen von unseren Mitmenschen sehen würden, was in einer Halle so an Frequenzen und Schwingungen sind, dann würde so mancher, ich würde fast sagen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und würde sagen, oh mein Gott, was geht denn hier? Nachdem wir die Schwingungen aber nicht sehen, ja, kann ich nur darüber reden, dass diese Energien und diese Schwingungen nicht unbedingt unser Energiepotenzial erhöhen. So, und jetzt nochmal zum Kern. Wenn ich in voller Kraft bin und ich habe meine Hausaufgaben ständig gemacht, ich sage ja PLE dazu, positive Lebenseinstellung, ja, heißt bei mir PLE, dass ich also jeden Tag was für Hochfrequenz mache, dass ich gut drauf bin, dass ich ausgeglichen bin und so weiter und habe in meiner mentalen Halbkugel gearbeitet und habe die gut angefüllt mit Power, mit Energie, mit hoher Schwingung. Und ich gehe dann in die andere Halbkugel, in die 3D-Welt. Dann kann mir diese 3D-Welt nicht allzu viel tun, weil ich so einen starken Vorlauf habe über meine mentale, geistige Aufladung. Wenn ich jedoch Oktoberfest, Handball, Fußballveranstaltungen, easy, easy, nennen wir das Kind beim Namen, was ich gefragt worden bin, und andere Veranstaltungen dazu nehme, um zu meinen, wenn ich sowieso Oberkante angespannt bin, dann hilft mir das zum Entspannen und zum Energieaufladen. Dann möchte ich aus meinem Weltverständnis und meiner Erfahrung seit den 80er Jahren sagen, dass das nicht funktioniert. Ja? Also bitte das nochmal unter dem Gesichtspunkt sehen. Generell ist alles, was ich hier sage, meine persönliche Erfahrungswelt, die ich mit Teilnehmern und an mir und mit vielen Menschen seit den 80er Jahren mache. Und ich möchte euch ja mit diesen Blickpunkten Erfahrungen und unwünschenswerte Erlebnisse ersparen, dass ihr schneller und einfacher nach vorne kommt. Deshalb sage ich solche Dinge. Ich möchte niemandem den Spaß verderben und jetzt sagen, geht nirgends mehr hin, sondern ich sage ganz klar, mit der Außenwelt und mit der 3D-Welt kommt ihr natürlich am besten klar, wenn ihr mental so gestärkt seid, dass euch das nichts groß tun kann. Und was ich generell sagen möchte, was mir für euch wichtig ist, ist Folgendes. Was ich hier sage, sind nur Anregungen, an was wir was tun können, was wir uns bewusst machen können und an was wir trainieren können. Wenn ich euch hier Blickpunkte gebe und Dinge sage, sind die noch lange nicht trainiert. Ja? Und viele sagen oftmals, ja, weiß ich, alles klar, weiß ich. Es nützt nur dann was, wenn ich das trainingsmäßig in meiner Persönlichkeitsstruktur fest verankert habe und danach lebe. Deshalb mache ich doch diese persönlichen Coachings. Und ich habe früher ja
hauptsächlich nur Gruppenseminare gemacht und habe dann gemerkt, dass die Teilnehmer sich zwar ganz viel anhören und mitnehmen und begeistert sind, das heißt aber noch lange nicht, dass sie an der Hand genommen werden und ich ihnen dann trainingsmäßig helfen kann, dass sie es auch tatsächlich in die Praxis umsetzen. Und ihr wisst ja, ich messe Menschen und Firmen immer an den Früchten, nicht an dem, was sie sagen, was sie wissen oder ja, was gut aussieht oder was gesprochen wird oder was in einer Firmenphilosophie drin steht. Ja, Firmenphilosophie, ihr kennt da auch meinen Satz, da steht immer drin, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Das haben die Kannibalen damals schon gesagt, das interessiert mich nicht. Ich möchte Früchte sehen. Und deshalb ist es so wichtig, bitte, dass wir uns selber jeden Tag abchecken, was setze ich in die Praxis um, und meine Aufgabe ist, für euch da zu sein. Und das, was wir in den Live-Calls besprechen und was ich in den Status reinstelle, dass wir das trainieren, dass es ein fester Bestandteil der Persönlichkeitsstruktur wird, ja, weil ich zu viele Menschen erlebt habe, die reine Seminartouristen sind, von einem Seminar zum anderen, immer noch mehr Input, noch mehr Wissen, und unterm Strich werden diese Dinge nicht gelebt. Oder man sagt zu den Menschen, wenn du das und das kannst, wenn du über Kohlen gehen kannst, wenn du vor 150 Leute auf der Bühne stehst, dann kannst du alles, dann hast du so ein Selbstvertrauen, so ein unerschütterliches Selbstvertrauen, dass du alles kannst. Ich möchte jetzt nicht solche Dinge angreifen, sondern ich möchte nur die Menschen danach sehen, dass sie alles, was sie vorhatten, dann auch machen und dass es funktioniert. Nur auf das Endergebnis kommt es unterm Strich an. Das ist genauso, wie wenn jemand irgendwas lernt, irgendwas studiert. Wenn er nachher nichts draus macht, ist es geradezu für die Affen. Dann ist es verlorene Liebesmühe, verlorene Zeit, verlorenes Geld. Und das möchte ich einfach auch nochmal euch heute mitgeben, weil mir das wichtig ist. So, das zweite Thema, wo ich angefragt worden bin seit dem Live-Call letztes Mal, war, ob ich jetzt allem Materiellen entsagen würde und nur noch, also es ist so angekommen, ich würde jetzt nur noch Reklame dafür machen, seine Energie und sein Geld in Persönlichkeitsentwicklung zu stecken. Natürlich werdet ihr von mir immer hören, nachdem ich weiß, dass die neue Zeit eine mentale Zeit ist, dass es sich immer lohnt, in Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Das ist ganz klar, das ist meine Aufgabe, das ist meine Lebensaufgabe und dafür stehe ich ein jeden Tag und lebe ja auch dafür. Nur, das heißt doch nicht, dass man jetzt die weltliche logische 3D-Halbkugel nicht mehr leben. Dann hinkt dieses ganze Ding. Halbkugel allein auf dieser Erde funktioniert nicht. Wir haben hier in einer materiellen Welt inkarniert. Das heißt, mit anderen Worten, haben auch diese Welt hier zum Klarkommen, beziehungsweise brauchen wir ja auch, weil sonst können wir als Geistwesen irgendwo unterwegs sein, nur wir leben in einer materiellen 3D-Welt. Was sich jetzt ändert in der neuen Zeit ist, dass wir mit unserem Bewusstsein und mit unserer mentalen Stärke immer mehr bewegen können und der Hauptaugenmerk in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr auf der Händearbeit liegen wird, sondern es wird der Gewinner sein, der immer mehr in der Lage ist, seine Gedanken, seine Emotionen, seine Schwingungen und seine Ausstrahlung gebündelt auf sein Ziel zu lenken und in Hochfrequenz und Gottvertrauen, Vertrauen in seine Kräfte, Vertrauen in die universellen Gesetzmäßigkeiten, wer das immer mehr leben kann. Trotzdem sind wir hier auf einer 3D-Welt. Mein zusammengefasster Satz hierzu lautet, mit dem Kopf im Himmel
und mit den Füßen auf dem Boden. Das, finde ich, ist die richtige Balance. Wir brauchen beides. Ja? Und dafür danke ich nochmals, dass ich diese Frage reinbekommen habe. Natürlich dürfen wir uns mit materiellen Dingen belohnen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir dürfen auch feiern, mache ich auch. Ich lebe auch einen guten Lebensstil und habe dem Materiellen überhaupt nicht entsagt. Der Unterschied ist nur, dass ich sage, wenn wir es brauchen für unser innerliches Glück, wenn wir davon abhängig sind, wenn wir in ein Suchtverhalten reinlaufen, dann wird's ungut. Wenn ich Persönlichkeit bin und in meinem mentalen Bereich gestärkt bin und auch ohne diese Dinge leben kann und glücklich sein kann und sagen kann, genieße die Dinge, aber brauche sie nicht und sei nicht abhängig und sei nicht immer Suchtverhalten, dann kann ich aus meiner Erfahrung wieder sagen, von mir selber und mit Teilnehmern, dann sind wir gut unterwegs. Was ungut ist, und dann wird es auch Zeit, dass wir da dran gehen und trainieren, ist, dass wir nur noch dann motiviert sind, wenn es von Urlaub zu Urlaub geht, wenn es mal wieder dringend nötig wird, dass ich sage, ich muss shoppen gehen, ich brauche ein neues Auto, um endlich im Leben mal wieder ein Highlight zu haben und damit ich mal wieder weiß, warum ich dieses Jahr arbeite. Wenn ich das nur aus diesen materiellen Dingen machen kann, hat die Sache folgenden Haken. Es hört nie auf. Ich werde immer nur auf der Flucht sein vor mir selber und werde immer nur rennen und rennen und rennen und werde nicht zur Ruhe kommen, denn ich weiß dann ganz genau, wenn ich mir nicht immer wieder einen materiellen Magnet vor Augen halte, dann komme ich nicht in die Gänge und dann kriege ich nichts zusammen und dann lasse ich mich gehen oder es überhaupt keine Lebensfreude und keine Motivation da. Und das ist, wie gesagt, von der Entwicklung her auch ein unguter Zustand, auch eine ungute Entwicklungsstufe, weil ich immer nur im materiellen Bereich hängen bleibe. Und die meisten Märkte, möchte ich mal sagen, wenn es auch in schwierigen Zeiten ist, wenn zum Beispiel mal die sogenannte Rezession ist, ihr wisst, von solchen Dingen halte ich nicht viel davon, das wird im Kopf gemacht, ja, aber wenn mal äußerlich eine Rezession ist oder was auch immer, Reisen und Kleidung und Möbel geht immer. Ja, das sind die Branchen, wo die Menschen dann sagen, ja, da kann ich mich darüber wenigstens noch glücklich machen, wenn auch alles Äußerliche blöd ist, ja, aber da kann ich mich immer wieder glücklich machen und dran erfreuen. Und das sind natürlich Boommärkte, die immer wieder befeuert werden und wo man den Menschen immer wieder sagt, wenn du das hast, dann bist du jemand, wenn du das hast, bist du gut drauf, wenn du das hast, bist du motiviert. Ja, und das ist ja das, was wir in den Socials auch jeden Tag sehen. Auch ich bin in den Socials, in Instagram, in Facebook, ja, und gehe genauso mit dieser 3D-Welt um. Ich nutze auch die Vorteile. Ich finde es klasse, jeden Tag einen Status reinstellen zu können, wo ich Feedbacks bekomme, wo ich sehe, wie viele das anschauen und von meinen Statusmeldungen profitieren. Ich lebe auch in dieser 3D-Welt. Blöd wird's nur, wenn wir uns von solchen Dingen abhängig machen oder mal nicht mehr klarkommen, wenn sowas mal einen Tag ausfällt oder wie auch immer und wir dann schon in Stress kommen. Also, das wollte ich bitte noch dazu sagen, zu dem Thema Veranstaltungen und zu dem Thema Materielles. Ich hoffe, es ist damit beantwortet. Und wenn ihr mal ein Thema habt, wo ihr sagt, das sehe ich überhaupt nicht so, das ist für mich überhaupt nicht schlüssig, dann meldet euch, weil dann kann ich auch gerne sagen, wie man sowas trainieren kann oder auch mal wieder wie heute sagen, was ich nicht gesagt habe.
Das Ego ist natürlich so clever in uns, wenn uns was gegen den Strich geht, ja, dann geht es natürlich oft auf Protest und sagt so ein Mist, so ein Krustier, ja, und tut es ab. Und das möchte ich verhindern, sondern wenn euch mal was beißt, ja, oder ärgert, dann ist es der größte Hinweisgeber und der größte Lehrer, wo was zu tun ist. Ja, weil dann drückt es bei euch einen Knopf und genau an diesem Knopf dürfen wir arbeiten, weil da wohl irgendeine Plattform ist, die da auf, ich sag mal, auf Protest oder Widerstand geht. Und dann haben wir ein wertvolles Signal und wertvolle Hinweise, wo noch Dinge zu tun sind. Also das mal dazu. Ich mache mal wieder eine kleine Verschnaufpause und trink mal was. Heute gibt's einen guten Hagebuttentee auch, ja, aus dem eigenen Garten, voll Bio. Und ich hol mal ganz kurz Luft und trink mal meinen warmen Tee. So, nächste Runde. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit darüber gesprochen, dass wir, und das passt ja noch zu dem, was wir eingangs gesagt haben im Thema Umsetzen, ich habe in letzter Zeit immer wieder davon gesprochen, dass Menschen zu mir kommen, die sagen, mir geht's gerade so gut, warum soll ich überhaupt was trainieren, warum soll ich mich verändern, warum soll ich mich verbessern. Ich habe jetzt die letzten Tage, und da bin ich sehr dankbar drüber, Erfolgserlebnisse bekommen, indem jetzt doch Menschen zu mir gekommen sind, sich angemeldet haben, die anfänglich erstmal gesagt haben, für was brauche ich das, warum soll ich es machen und so weiter. Mein Beispiel hat wohl positiv angeregt, und da wollte ich einfach auch dieses Erfolgserlebnis gern mit euch teilen, indem ich gesagt habe, meine lieben Mitmenschen, wenn eine Fußballnationalmannschaft oder eine Bundesligamannschaft gut ist und viele Spiele gewonnen hat oder sogar vorne dran ist, dann kommt doch keiner auf die Idee zu sagen, ich schicke den Trainer weg. Ja, und jetzt mache ich alles alleine und selber. Und das Beispiel hat wohl am besten gewirkt. Und da sage ich nochmal Danke, ja, auch für die Offenheit dafür. Und dass ich hier immer klar und ehrlich sagen darf, was das Thema ist. Nur so bringe ich euch voran. Ja, auch in den Firmen, in den Teams. Die Menschen, die den anderen nur den Hintern pudern, ich sag's mal etwas eleganter somit, ja, die bringen weder den Chef in der Firma noch den Teamleiter noch ein Team weiter, ja, weil die schmachten nur, aber bringen nicht wie die, ich sag mal, wie die querdenkenden Menschen mal das auf den Tisch, was zu sagen und zu verbessern ist. Deshalb ist mir's viel lieber, es macht auch jemand mal den Mund auf, weil man dann Anregungen kriegt, was kannst du verbessern und wo sind Ärger oder Schwachstellen. Aber wenn man solche Leute nur niederbügelt und immer nur Honig um den Mund haben möchte, dann kommt doch keiner mehr auf die Idee und sagt ehrlich, was los ist und somit gibt's keine Verbesserungen mehr. Und dann werden natürlich auch die Teamleiter oder die Chefs oder die Firmen selbstherrlich und selbst eingebildet. Und wenn jemand mal ganz klar was sagt, sofern es fachlich in Ordnung ist und nicht menschlich angegriffen ist, ja, ist es der beste Hinweis, wo können wir besser werden. Und besser werden wir immer im Garten unserer Herausforderungen.
Ja, wenn wir Herausforderungen immer nur abtun oder mal eine sinnvolle Kritik von draußen, dann haben wir überhaupt keine Lust, uns zu verbessern. Und wichtig ist doch, dass wir verbessern, dass wir eine immer bessere Version von uns leben und unsere Persönlichkeit entwickeln, anstatt dass wir sagen, so bin ich nun mal oder ich will so bleiben, wie ich bin. Oder vor allem, alle anderen haben Schuld, die sollen sich mal ändern. Ja, das ist wie der, wo falsch in die Autobahn reinfährt und sagt, alles Falschfahrer, ja, und gar nicht bemerkt, dass er ja vielleicht auch mal gut dran täte, bei sich eine Verhaltensweise zu verändern. Das war das Zweite, was ich euch gerne noch sagen wollte heute. So, nach Tee kommt Wasser. Schau mal, ob noch ein paar dabei sind. Oh ja, noch einige sind dabei, die genau jetzt um 18.30 Uhr ja, hier Zeit gehabt haben, wieder einzusteigen. Ich freue mich. So, nächstes Thema. Es ging nochmals um das Thema neue Zeit, auch nochmals bei Fragen diese Woche, wie ich denn da nochmal ein Musterbeispiel machen kann, wie sich das auswirken wird. Ja, schöne Grüße von der Nordseeinsel Langerock. Ja, Michael, das freut uns. Grüße zurück. Ja. So, wie kann ich denn das nochmal beschreiben? Ich habe das ja so beschrieben seither und ich habe heute mir das nochmal neu überlegt. Wir dürfen uns das so vorstellen, wenn wir jetzt in diese neue Zeit gehen, sind es wie verschiedene Tore. Und an jedem Tor darf ich meine Chipkarte stecken und dann geht dieses Tor auf und auf dieser Chipkarte brauchen wir jetzt für die Zukunft immer mehr, ich sag mal, Qualitäten und Parameter. Jetzt habe ich mir überlegt heute, was kannst du da mal für ein anderes Beispiel machen und dann ist mir so eingespielt worden, wir müssen uns vorstellen, wir haben einen PC und der PC macht ja immer automatische Updates, dass er weiterhin funktioniert. Und plötzlich macht der nicht mehr Updates, sondern immer die richtigen Updates. Wir wollen morgens anfangen zu arbeiten, machen den PC an und plötzlich kann er nicht mehr hochfahren, ja, und nicht mehr arbeiten. Und so müssen wir das in der zukünftigen Zeit uns vorstellen, dass wenn die Menschen und die Firmen einige Updates oder Parameter nicht bringen, dass sie mit der neuen Zeit nicht klarkommen. Ich möchte nochmal erwähnen, das sind alles Punkte, die wir ja in den Impulstagen sprechen und besprochen haben und die wir ja auch oder die ich auch trainiere und coache. Ich mache euch ein paar Musterbeispiele, wenn wir gerade beim Impulstag sind. Noch einer findet statt am 30. November. Ich freue mich, wenn ihr die Chance noch nutzt. Wir haben 2 Jahre diese Impulstage gemacht. Die laufen jetzt aus und wir haben schon einen guten Anmeldestand und es wäre klasse, wenn der eine oder andere sagt, da will ich nochmal am 30.11. dabei sein mit positiven Menschen und mit viel, viel Thematik im Detail, was wir hier ja nur so anreißen können. So, Parameter neue Zeit. Ich wollte ein paar Muster machen. Ein ganz wichtiges Parameter ist in Zukunft, dass wir in hohen positiven Werten leben, ja, und nicht in niederfrequenten Werten, denn mit solchen niederfrequenten Energien und Schwingungen werden wir hier nicht mehr kompatibel sein mit verschiedenen Energieströmen und Energiedingen. Ich reiße es jetzt nur an, ich gehe jetzt nicht wissenschaftlich dran oder in die Tiefe, sondern ich sage einfach mal, wir werden sonst
nicht mehr hier kompatibel sein mit dieser positiven, harmonischen Energie, die hier in Zukunft auf dem Planet stattfinden wird. So, das heißt auf gut Deutsch, auch wenn wir draußen noch ein anderes Bild sehen, ist es nur der Abgesang von dieser alten Welt, damit die Menschen aufwachen und auch sehen, was hier noch für ein Film läuft. Und deshalb finde ich es auch richtig spannend, wenn jetzt so viel Bewegung wieder gemacht wird und ein Hin und Her, was politisch läuft oder über den Teich drüben läuft und was alles schlimmerweise auf uns zukommt. Es wurde auch schon wieder vorausgesagt, dass am 1. Novemberwochenende 30 Zentimeter Schnee hat. Ja, ich habe nichts gesehen und ich sage euch auch ehrlich, ich habe nicht die Schneeketten vom Keller hochgeholt. Ja, und bin sogar mit dem Cabrio, weil das Cabrio Sommerreifen den ganzen Winter drauf hat, mit Sommerreifen unterwegs gewesen. Ja, also dieser Zirkus, dieser enorme Zirkus, der für die Menschen gemacht wird, um sie klein zu halten, um sie niederfrequent zu halten, ja, der wird nicht mehr funktionieren, aber der funktioniert nur dann nicht mehr, wenn wir nicht mehr auf diese Plattformen und auf diese Energien und Frequenzen gehen. Solange wir noch in solchen Energien und Frequenzen sind, kann man das locker mit uns machen. Ja, kann man uns wie eine wilde Schafherde heute mit der Nachricht, morgen mit dem anderen, mit der Angstmache, mit dem Virus und was auch immer, von links nach rechts pfarchen und jagen. Nur die Menschen, die in hoher Frequenz sind, in klarer Sicht der Dinge sind, und auch in universellen Gesetzmäßigkeiten leben und in Gott vertrauen, jetzt habe ich euch noch ein paar Parameter gesagt, die wird man da damit nicht mehr bekommen und einfangen und ködern können und niederfrequent machen können. So, deshalb bin ich ständig, ja, bei jedem Coaching dran, dass diese Parameter trainiert werden, denn sonst wird es immer enger. Ja, je mehr Updates fehlen, umso weniger wird der PC noch hochfahren. Ja, oder wenn man es mit diesem Kartenbeispiel sieht, umso weniger Tore werden sich noch öffnen, damit wir mit dieser neuen Zeit klarkommen. Und ich möchte euch Hoffnung machen, die neue Zeit wird eine positive Zeit, eine großartige Zeit, aber erst, wenn wir über diesen Kipppunkt drüber hinaus sind. Im Moment gibt es natürlich noch viele, viele, unlustige Dinge und Wirren, die das erstmal noch bis zum Kipppunkt bringen. Nur wer trainiert ist und die klare Sicht der Dinge hat und durchblickt, der sieht, wo das Ganze hinläuft und macht sich da täglich keine Angst und fragt sich, wie geht's mit Deutschland weiter und wie kann ich überhaupt in Zukunft hier noch einigermaßen vernünftig leben, sondern derjenige ist eben in Hochfrequenz, in Mut, Hoffnung und Zuversicht und ist positiv unterwegs, weiß, dass die Gesetzmäßigkeiten stärker sind wie alles andere. Also der Satz heißt, Geist ist stärker wie Materie. Und deshalb nochmals die Werbung für meine mental aufgefüllte Halbkugel. Damit wuppen wir natürlich nochmals ganz anders die Zukunft und die neue Zeit. Und da möchte ich euch noch einen Satz sagen, den ich mir extra noch hier auch klar gemacht habe für euch. Und zwar, wir werden zuschauen dürfen, welche Erfahrungen jeder Mensch machen möchte. Wir werden niemand bekehren können und sagen können, du musst jetzt aber auch hochfrequent denken und du musst jetzt aber auch statt so negativ in Gottvertrauen unterwegs sein. Wir können niemand auf diesen Weg hochziehen, wenn er selber nicht will. Und deshalb der Satz für euch, bitte, damit ihr euch nicht verausgabt oder im Bekehren hängen bleibt oder wie auch immer, den ich für euch hier mitgebracht habe. Und der Satz heißt,
Erlaube jedem seinen Weg für seine Erfahrungen gehen zu dürfen. Das ist der erste Satz. Kommt noch einer. Erlaube jedem seinen Weg für seine Erfahrungen gehen zu dürfen. Jeder darf frei entscheiden, welche Lernprozesse und welche Dinge er gerne noch erleben und erfahren möchte. So. Teil 2 des Satzes. Wichtig. Und entscheide, welche Erfahrungen du zu deinen machen willst. Wichtig ist, dass wir nicht meinen, aus Sympathie müssen wir uns damit dranhängen, sondern jeder darf, und jetzt sind wir bei Selbstverantwortung, selber Acht geben auf sich. Ist das auch meine Showbühne? Will ich da mit beteiligt sein? Will ich da mitmachen? Will ich mich da immer wieder runterziehen lassen? Oder habe ich nicht vor, diese Erfahrungen auch auf diese Art und Weise machen zu wollen, sondern ich entscheide mich für andere Erfahrungen. Wenn ihr diese Woche die Statusmeldungen von mir angeschaut habt, habe ich einen Satz drin gehabt und der hieß, umgebe dich bitte mit Projekten, mit Menschen, mit Dingen, die dein Licht weiter zum Leuchten bringen oder sogar nähren und stärken, anstatt es immer mehr zu dämpfen oder gar auszublasen. Und das ist das Gefährliche, dass Menschen oftmals aus Sympathie, aus Verpflichtung, aus Schuldgefühle gar nicht merken, dass ihr Licht immer mehr von dem, was sie ja ein Umfeld haben, an Projekte haben, an Themen haben, immer mehr ausgeblasen wird, anstatt dass es genährt wird und dass die Flamme am Brennen bleibt. Und da sind wir natürlich in Selbstliebe enorm gefragt in nächster Zeit, weil jetzt immer noch mit viel, viel niederfrequenten Dingen wir umgeben sind. Angst ist ganz niederfrequent, Kritik, Bewerten, Beschimpfen, Neid, Hass, das sind die tiefsten Schwingungen, die um uns rum sind oder die Menschen haben. Und da ist natürlich die Frage, ist das eine Erfahrung, wo ich machen möchte, was ich mir nach dem Gesetz der Anziehung oder karmamäßig anziehen möchte, wenn ich mit auf solche Schwingungen gehe. Was ich auch feststelle, ist, dass sich ganz viele Menschen ärgern, aufregen, auch eine ganz niedrige Schwingung. Ja, ist einmal Bewertung und auch, da ist ja auch immer richtig Dampf dahinter, manchmal sogar Hass dahinter. Ja, und das sind alles ganz, ganz tiefe Energien, die unsere Batterie runterfahren, unser Licht eher ausblasen anstatt erhellen, die Badewanne von Warmwasser auf Kaltwasser immer mehr bringen, ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt, und vor allem sind es nicht die Parameter, das kann ich euch versprechen, die uns in die neue Zeit bringen, denn das Universum braucht Menschen in der neuen Zeit, die ja was verändern, die positiv sind, die wieder Mut, Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen, die Leuchttürme sind und nicht Menschen, die weiterhin im alten Stil so weitermachen wie bisher und alles plattfahren, wie es seither war. Und somit sind wir nochmal beim Materiellen. Kommt mir gerade noch, möchte ich nur einen Nachtrag machen, ob ich dem Materiellen entsagt habe. Genau im Gegenteil. Ich möchte den Menschen vorleben, dass wir in universellem Wohlstand und Reichtum leben dürfen und können. Ja? Und nicht dem Ganzen entsagen und dass wir ein Leben leben müssen, wo wir immer nur Druck haben, wo wir Stress haben und wo man immer gucken muss, wie sich das Rad einfach dreht. Also, das noch da dazu. Und ich hole mal nochmal Luft. Wir haben auch schon
unsere Themen und die Zeit durch und warte mal, ob von euch vielleicht noch irgendein Feedback oder eine Frage kommt. Nichts mehr, alle happy. Vielleicht noch ein Blickpunkt, was ich euch noch geben möchte. Wenn wir mal das Beurteilen und das Verurteilen und das Ärgern weglassen, dann sind auch oftmals ganz viele Probleme ganz schnell weg. Ja? Also diese Bewerterei jeden Tag und dieses Aufregen, andere nicht ihren Weg und ihre Erfahrungen machen zu lassen. Ja? Wenn ich andere ihren Weg gehen lasse und ihre Erfahrungen machen lasse, ja, dann brauche ich mich doch nicht aufregen, sage ich, stimmt sein Weg. Ja, ich brauche mir doch nur überlegen, ist das meine Zielgruppe und meine Fangruppe? Ja, ist das mein Kunde? Ist das mein Mitarbeiter? Ist das mein Freundeskreis? Ja oder nein? Wenn nein, dann habe ich eine Antwort gegeben. Ja, wenn ja, dann ist doch in Ordnung, dann rege ich mich eh nicht auf. Ja, nur dauernd diese Aufregerei und dieses Be- und Verurteilen, ja, schafft schon allein ganz, ganz viele Probleme und passt wieder nicht in die Parameter der neuen Zeit und ist niederfrequent. Ja, nochmals zur Erinnerung, jeder Gedanke wirkt auf unsere Körperzellen und vor allem die negativen. Und die negativen Gedanken, die jeden Tag auch in die Körperzellen wandern, die sind natürlich dann dafür zuständig, dass irgendwann mal die Organe und die Zellen nicht mehr gescheit funktionieren und dass die Menschen nicht gesund bleiben. Alles Ursache, Wirkung. Nur, ich lasse es gut sein für heute, bevor ich noch mein Fass hier aufmache zum Schluss. Und freue mich, dass ihr heute dabei wart. Ich habe jetzt keine Fragen mehr drauf auf dem Handy. Ich habe zumindest nichts gesehen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir für heute Schluss. Ich wünsche euch eine gute Woche, ja, einen guten Durchstart morgen wieder. Erlaubt mal bitte jedem seinen Weg zu gehen, den er gehen will. Ja, ihr habt selber die Entscheidungsgewalt, zu entscheiden, welche Erfahrungen ihr ab morgen im Leben gerne machen wollt. Mit besten Wünschen und Grüßen zu euch. Lasst es euch gut gehen. Und falls ich nächste Woche da bin, um 18.30 Uhr, gibt's wieder einen Live-Call. Sendet mir eure Fragen und Themen rein, die ihr wollt. Und wenn ihr am 30. dabei sein wollt, ja, freue ich mich, wenn ihr nach den Anmeldeunterlagen fragt. Mit besten Wünschen und Grüßen. Ciao zusammen.